Also ich setze mich wieder in die Settings. Also wie gesagt, wir spielen jetzt die High-End Set 1. Also auch mit den Lichteffekten, das merkt man schon deutlich hier. Dass sie so ein bisschen was dran gemacht haben. Ich weiß im Update, dass sie geschrieben haben, man findet jetzt an mehr Sachen noch Items. Ah, wieso kommst du da nicht reinkommen? Da war ich schon daran, alles klar. Schön dunkel auf jeden Fall jetzt gehalten hier. Okay, die kleinen Schränke, die haben noch nichts. Oh, massig Schlafzimmer hier drin, ne? Kein Glück hier. Sind Dinge schon massig Leute gewesen. Was mir auch direkt wieder auffällt, ist hier die Toolbar. Dass die schon wieder hier unten ist. Schon wieder ein Update gegeben. Und zack, ist die Toolbar wieder unten. So ein bisschen was gefressen, weil es kriegst du direkt zum Frosch im Hals, ist so zum Kotzen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Das war ein Hase, ich wollte schon sagen. Okay, ist eine riesengroße freie Fläche. War das schon immer so? Sehr gute Frage, wa? Kann man wohl nicht sagen. Guten Tag. Muss auch wieder ein Update gegeben hier. Naja, kann man sehen, wie man will. Wieso? Was stimmt denn da nicht? Hätten lieber mal ein Update geben sollen, dass verschiedene Spielergebäude endlich mal verschwinden. Hm? Weil teilweise haben sie die Dinger so verbarrikadiert hier, die ganzen Wohngebäude. Ja, letztens hast du ja gesagt, sogar auf die Dächer haben sie die Dinger gebaut, ne? Na, überall Bretter vorgehauen, weißt du, wenn ich versuche jetzt zum Beispiel hier vorne ins Haus zu kommen. Erst was mir entgegenlacht, sind solche beschissenen Bretter hier, weißt du? Hm? Okay, ich kann von hinten rein, aber hier gibt es wahrscheinlich Häuser, wo du nicht mal die Möglichkeit hast, irgendwie reinzukommen, weil sie das verbarrikadiert haben, und das finde ich schon wieder Mist. So, da sollte man die Chance bekommen, irgendwie großartig das schnellstmöglich kaputt zu hauen oder dass es irgendwann kaputt geht. So, was sie neu gemacht haben, ist hier Lichteinfluss. Dass das hier jetzt so komisch schimmert und so weiter. Da im Auto sich spiegelt. Das ist neu. Ansonsten keine Ahnung, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Was neu ist, doch ein Zombie. Der bewegt sich anders. Sehr langsam. Der hat leuchtende Augen. Er hat leuchtende Augen. Der hat richtig leuchtende Augen, wie krass ist das denn bitte? Der wollte ihm Lichtzeichen geben. Irgendwo höre ich noch mehr Schritte. Jetzt gehe ich mal hier rein. So, gucken wir einfach mal. Nichts drin. Es wird langsam wieder hell draußen. Okay. Wurde es aber schnell hell, ehrlich gesagt.
Okay, Loot. Was soll ich dazu sagen, ne? Aber wie nichts. Der Fernseher ist neu. Sag bitte nicht, dass das Licht da so grell wird. Gott, sieht aus wie... Ah, wieder alles kaputt hier. Nee, da haben sie wieder Mist gebaut. Also die Lichteinflüsse, die sind, denke ich mal, nicht gewollt. Da ist wieder alles kaputt. Da haben sie die Shader wieder kaputt gehauen. Da denke ich mir jetzt die Tage wieder ein Fix rauskommen, dass sie das wieder verbessern und ewiges hin und her, was das angeht. Geräusche haben sie immer noch nicht gefixt. Ne, die haben es noch nicht gefixt. Licht haben sie definitiv kaputt gemacht. Also, so anguckst, war sonst immer sehr farbenfroh. Und jetzt, naja. Tust du auch nichts irgendwie. Also entweder waren hier wirklich eben gerade irgendwie Leute oder ich weiß es nicht. Jetzt wird es langsam ein bisschen dunkler. Tactical Flashlights. Du brauchst so Müll. Black Jeans. Fette Base, die hier wieder irgendeiner reingesetzt hat. Warte, wollt ihr mir jetzt sagen, dass es jetzt schon wieder dunkel wird, oder? Ich spinne wieder rum wie sonst was. Ja, versucht auf mich zu ballern. Vergisst du, dass du hier auf einem PvE-Server bist, nicht PvP-Server? That's what the fuck, say! Pit. Don't touch my garage. That's what the fuck say.
Muss ja echt die Energie hochpushen wie sonst was. Jetzt muss ich echt extrem viele Blackberries finden hier. Ich habe Hasenfleisch, hatte ich nicht auch gekochtes? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Egal, wir rennen jetzt mal weiter. Das sind auch noch Blackberry-Sträucher. Ich würde mal sagen, dass hier irgendwo ein Auto stand, mal in der Garage. Nichts drauf. Jetzt einfach hier rein. Die Türen sind halt zugemauert. Das heißt, hier kommen wir kommen noch nicht mal hier hoch, ne? Ja, doch, mit Springen. Tricky, tricky. Hier war irgendwas drinnen? Nee, haben wir nichts. Aber hier in den Hasenfallen bestimmt, jawohl. Nehmen wir uns mit. Vielleicht steht hier oben unser Lagerfeuer noch. Ja, man sieht hier echt. Cool, wusste ich gar nicht. Mit den Lichteinflüssen, das ist natürlich ätzend. Da haben sie das schon mal total zerhauen. Ich glaube, aus den Fehlern haben sie nicht gelernt. Sie haben es jetzt nochmal versucht. Aber ihr seht ja, ne? Ist total in die Hose gegangen. Total nach hinten. Schuss in den Ofen. Ich denke mal, hier ist immer noch nichts drin. Überall nichts drin. Doch hier. Können wir direkt nehmen hier. Da kommen wir auch schon wieder raus. Also ist ja ein Hauch von nichts, würde ich sagen, ne? Don't touch my garage. Der war typischer Wallone, typischer Franzose. Jetzt gucken wir uns hinten nochmal um. Sieht mittlerweile alles, wie soll ich sagen, es sieht komisch aus. Wie gekrickelt jetzt nach diesen Lichteinflüssen, das ist. Nee, das müssen sie definitiv wieder verbessern. Vielleicht hier oben noch irgendwas. Das Auto da unter der Base ist weg.
Da war nämlich mein Auto gewesen. Ist auch keine Kohle drin. Guck mal hinten, da sind auch noch Häuser. Da sind noch Zombies. Allzu weit weg möchte ich ja nicht, ne? Und schön, dass das Haus noch steht von Vince. Da war ich eben drin, ne? Ach, das, ich hab schon das Webplayer gebaut hier. Aber nun gut. Alle Kabinette zu schauen hier. Bin ich gespannt. Ja, nichts drin, okay. Ich denke, hier werden wir auch nichts finden. Und wenn, dann ist das gerade Glück, dass hier irgendwas gespawnt ist oder so. Aber ansonsten... Ich finde cool, dass man die Dinger jetzt benutzen kann, ohne Scheiße. Waschmaschine und Trockner. Und nichts in den Regalen drinne. Immunboost. Na super, was soll ich denn mit Immunboost? Voll für den Arsch. Okay, die Mülltonne, da können wir durchgucken, weil da denken nicht viele dran, dass da auch was drin sein könnte. In dem Fall haben wir Pech gehabt. Haben wir irgendwie Branches, die wir reintun können? Ja, ich glaube, das wird ein armseliger Loot Run werden hier. Da ist ein Zombie. Nichts fallen lassen, aber der Zuckung, das sieht pervers aus. War das jetzt ein Zuckungen oder was? Muss ich nichts zu sagen. Will ich auch gar nichts zu sagen. Ohne Empty Bottles immer gut. Ich wundere jetzt, dass das Haus von Vince noch steht. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt wenn ich einlogge, dass das Haus von Vince total kaputt gehauen ist. Aber es steht. Ist mir eben so ein Franzose entgegengekommen. Don't touch my garage. What? Don't touch my garage! Was willst du mit der Garage? Der sagte, fass meine Garage nicht an. Don't touch my garage. Ach so. Dann wird direkt mir am Arsch gesagt. Er ist ein Typ. Ich hätte auch sagen können, lech mokü, also leck mich am Arsch. Aber, nee, komm. Jetzt gehst du zur Garage und springst da drum, vorne drum rum. Hast du es gemacht? Ja, aber ist nichts passiert. Der hat wohl Angst. Da hat gemerkt, dass ich irre bin. Ich höre irgendein Glockenspiel? Vielleicht der Fernseher von drüben. Nee, hier ins Spiel. Wieso? Und nicht mein Auto haben die hier drin stehen. Ein Auto? Ja, da stehen meistens mal kaputte Autos in den Garagen oder so. Zwar nicht überall, aber. Guck mal, Flatscreen. Das ist die Hauptsache. Guck mal, die haben das mit den Lichtern haben die total kaputt gemacht. Guck mal, wie grell das ist.
Ja, ich habe die ganze Zeit habe ich altes Live gespielt, deswegen bin ich jetzt hier H1Z1. Haben wieder ein paar Updates rausgebracht. Und wir haben die alles sau mit dem Licht hier. Wie viel quatschst du jetzt? Die haben das hier kaputt gepatcht. Das ist total grell. Die Nacht war total komisch. Und das Mondlicht war super, aber guck dir das mal an, das ist total beschissen. Die haben die Farbe total am Arsch gemacht. Ja, haben sie oben drauf.